Hallo, du liebe Seele, heute für dich deine Weisheitsbotschaft. Es ist gefallen die unvollendete Symphonie, Nachdenken und nicht für dich. Die unvollendete Symphonie hat die Bedeutung, dass hier unerledigte Arbeiten sind. Eine unvollständig gelernte Lektion. Es fehlt irgendwie ein Abschluss von einer bestimmten Sache. Und hier ist wieder Gutmachungsbedarf. Die nicht für dich Botschaft bedeutet hier, jetzt geht es um ein klares Bewusstsein. Ein klares Bewusstsein davon, dass dir irgendetwas versagt bleibt. Vielleicht hast du eine Zurückweisung erfahren. Es gibt Verbindungen, bei denen von Anbeginn offensichtlich ist, dass sie den Samen des Scheiterns auch in sich tragen. Während die Warnsignale deiner Aufmerksamkeit entgehen oder du dich vielleicht weigerst, sie wahrzunehmen. Wenn eine Verbindung nicht sein soll, ist es unmöglich, sie zu erzwingen. Und Zurückweisung ist oft ein Zeichen dafür, dass du unter göttlichem Schutz auch stehst. Und dazu kommt ja hier auch noch die 4. Vier, die 44 möchte dir dies auch sagen. Die Engel sind bei dir. Und die 44 steht hier für strategisches Vorgehen. Hier geht es darum, auch den Einsatz von Analyse und Logik mit einzubetten. Und wenn es eine unvollendete Symphonie in deinem Leben gibt, in deinem Beziehungsleben, ja, dann ist es schwierig weiterzugehen, wenn noch Liebe da ist. Wenn Dinge ungesagt bleiben oder du keine Gelegenheit hattest, mit deiner Beziehung auch innerlich abzuschließen. Wenn dir der Abschluss im Außen verwehrt bleibt, wirst du dich vielleicht auch im Herzen weiterhin gebunden fühlen. Deshalb ist es wichtig, von dir aus auch einen Schlussstrich zu ziehen. Schreibe einen Brief oder greife zum Telefon oder triff dich zu einem Café, um dich auszusprechen. Für deinen Seelenfrieden ist es wichtig, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, und deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wenn es auch nur für dich selbst ist, dir selbst gegenüber. Leiste Abbitte, falls nötig. Sei dir im Klaren darüber, welche Fragen jetzt ungelöst geblieben sind und schließe dann mit der Vergangenheit ab, um auch frei zu sein. Denn erst dann wird eine neue Liebe erblühen können. Und ich lade dich ganz herzlich ein, bei meinem Gewinnspiel mitzumachen auf Instagram. Ich poste es dir noch unten in den Beitrag. Folge dem Link. Du liebe Seele, bis bald.